Der Rückbau der Hans-Martin-Schleyer-Brücke gleicht auch ein wenig einer Bühnenshow. Oder besser gesagt einem Zaubertrick. Marke die zersägte Jungfrau. Jungfräulich kann man die mittlerweile knapp 60-jährige Brücke nicht mehr unbedingt nennen. Aber, dass sie zersägt wurde und am Ende doch wieder in ganzer, neuer und jugendlicher Pracht vorhanden sein wird, das trifft den Vergleich dann doch recht gut. Um in der Sprache der Dramaturgie zu bleiben. Der absolute Höhepunkt der gigantischen Baumaßnahme wurde mit folgenden Hauptdarstellern inszeniert. Diversen Betonsägen, einem Riesenschiff namens Oleander und 7 brachial gewichtigen Brückenelementen. Seit Anfang Juli frästen sich kapitale Kreis- und Bandsägen durch den Beton der bisherigen Brücke und zerlegten diese in 7 Teilstücke. Währenddessen lauerte unter der Brücke bereits die Oleander darauf, die 7 Betonbrummer an Bord zu nehmen. Aber wohin mit der schwergewichtigen Frage? Wir fahren nach Blochingen. Bei der Firma Kartsch werden die Brückenteile wieder ausgeladen, aber die sind dann im Schiff schon zerkleinert mit dem Bagger, der jetzt im Schiffsraum ist. Stattliche 100 Tonnen, also 100.000 Kilo, wiegt jedes der einzelnen Elemente. Die Oleander nahm eins nach dem anderen auf und zerkleinerte sie gleich an Bord, um Platz zu sparen. Zunächst allerdings mussten die Schwergewichte erst einmal sicher herabgelassen werden. Das bewerkstelligten spezielle Senkheber. Hydraulische Absenksysteme mit integrierten Lochstangen, die die schwergewichtigen Betonteile Loch um Loch der Ladefläche des Schiffs sanft, sicher und sehr gemächlich näher brachten. Dem sehr langsamen Absenkvorgang übrigens haben wir hier filmtechnisch ein wenig auf die Sprünge geholfen. Ein gewaltiger Kraftakt also für Mensch und Maschinen. In nur 10 Tagen wurde der gesamte Brückenabschnitt über dem Neckar zurückgebaut. Anschließend hieß es sofort Leinen los für die 700 Tonnen Beton. Die zersägte Jungfrau ist also umgezogen. Von Esslingen nach Blochingen. Die Nachfolgerin hingegen wartet bereits darauf, ihren Platz einzunehmen. Die Stahlkonstruktion, die den Rückbau über den Neckar ermöglichte, bildet gleichzeitig den Unterbau der neuen Brücke. Mit neuer Fahrbahn, neuem Geh- und Radweg, sicheren Geländern sowie moderner Beleuchtung wird sie ab Mitte 2023 für die nächsten 80 Jahre, quasi als Hans-Martin-Schleyer-Brücke 2.0, zwischen den Esslinger Ortsteilen Mettingen und Weil ihren Dienst antreten.